kann Ihnen leider nur berichten, Herr Weth, in der Zeit Ihres Dekanats sind diese Mittel nicht so abgeflossen, wie sie hätten abfließen können, sodass wir jetzt das Problem haben, dass das Land uns vorwirft, die Mittel seien nicht abgeflossen und nicht verstehen kann, wie wir denn nach mehr Mitteln rufen. Verehrter Herr Linneweber, man muss auch im Rahmen einer Demonstration ehrlich bleiben. Was Sie sagen, stimmt nicht. Und ich nehme nicht das schlimmere Wort in den Mund, was mit L und Ü anfängt. Es ist kein Cent von Hochschulpaktmitteln ausgegeben worden, der nicht über die Konten der Universität gelaufen ist. Jeden Cent wussten Sie. Im Übrigen, Herr Linneweber, die meisten unserer Hochschulpaktmittel haben Sie ausgegeben, indem Sie nämlich in die Fakultät hineinregiert haben und gesagt haben, und das muss gemacht werden, und das muss gemacht werden, und das. Und wenn Sie versagt haben und Sie sagen, jetzt wir hätten schlechte Lehre gemacht, dann ist das schlichterdings unanständig. Mir ist sehr daran gelegen, dass die Lehre an dieser Universität exzellent ist. Wir wünschen uns natürlich sehr, dass Sie es dann auch schaffen, die Veranstaltungen, die für 20 Leute angesetzt waren und mit 120 durchgeführt werden, aus Hochschulpaktmitteln zerkleinern und daraus dann eine entsprechend höhere Anzahl von Veranstaltungen machen. Denn gestern wurde ein sehr anderer Eindruck vermittelt, Herr Kollege Weth, als Sie jetzt heute zum Ausdruck bringen. Nur damit Sie alle Bescheid wissen, über welche Hochschulpaktmittel der Herr Präsident redet. Die Fakultät hat keine Hochschulpaktmittel mehr. Die hat uns nämlich alle vor einem halben Jahr wieder abgenommen, die die noch. An dieser Stelle muss ich ihm recht geben. Gezwungen worden, diese Hochschulpaktmittel in die verfügbaren Mittel einzuberechnen, weil das Land uns dazu veranlasst hat, sämtliche nicht verplanten Mittel zunächst mal zu sichten und in den nächsten 5 Jahren abfließen zu lassen. Aber auch für solche Maßnahmen, von denen wir eben sprachen, nämlich Maßnahmen zur Verbesserung von Studium und Lehre. Wir sind die Studierenden und wir wollen, dass vernünftige Lehre möglich ist. Und wenn seit einem halben Jahr keine Hochschulpaktmittel mehr fließen, dann können unsere Professoren diese Lehre auch bei Gott nicht sicherstellen. Dann sollen sie das jetzt selbst bezahlen. Wir haben keine Lust, uns mit solchen machtpolitischen Sachen auseinanderzusetzen. Wir wollen studieren, uns vorbereiten auf unser Leben nach der Uni. Und wenn das ein Präsidium nicht sicherstellen kann, dann fragen wir uns doch ernsthaft, was an dieser Uni verkehrt läuft. Wir wollen gehört werden. Wir wollen, dass wir wahrgenommen werden und dass wir geschätzt werden, weil wir sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Universität. Also nehmen Sie doch diese Demonstration zum Anlass, nochmal in sich zu gehen, zu überlegen, wo das Geld hin muss und was zu uns Studierenden. Und dann hoffe ich doch sehr, dass wir alle bald genügend AGs, genügend